Und damit herzlich willkommen bei Minecraft, Moment mal, halt, stopp, ha, bei Gothic natürlich. Ja, wir sind wieder da. Und wir haben den Steingolem ja bereits besiegt. Ja, und jetzt ist das Problem mit dem Eisgolem. Leider müssen wir nochmal zurück. Ich muss danach nochmal hierher laufen. Aber dann... Ich dachte eigentlich, wir schaffen das so. Aber nun können wir uns ja auch zu den Wassermariern immer teleportieren. So, und... Wir können noch... Schwertkampf. Sei gegrüßt. Ja, hab ich was für dich. Ach ja. Lee hat mich bei den Söldnern aufgenommen. Gut, sehr gut. Dann gehörst du nun offiziell zu unserer Gemeinschaft. Sei herzlich willkommen. Ja. Die Robe der Wassermagier zu tragen? Mögest du in ein... Okay, das quatschen wir mal später. Was ich gerade sagen wollte war, wir haben jetzt ja... Halt, ich muss drin kommen. Wir haben jetzt ja eben da versagt. Klicklich. Deswegen müssen wir auch gleich nochmal in die Bibliothek. Aber vorher möchte ich noch ein paar Tränke kaufen. Sei gegrüßt. So, ich grüße dich, Maria. Lalala, dich kennen wir schon. Zeig mir deine Ware. So, meine Freunde. Der hat eine ganze Menge Tränke, wie ich sehe. Upsala, Mana-Tränke brauchen wir eigentlich nicht. Aber die hier brauchen wir auf jeden Fall. Und davon nehmen wir, glaube ich, auch mal ein paar mit. So, die werden wir selten brauchen. Und dann nehmen wir noch hier mal ein paar. Da nehmen wir mal 30 mal von mit. Und von dem nochmal 20. So, und nun müssen wir noch ein bisschen was verkaufen. Aber wir haben ja auch ein bisschen. Quatsch, wir wollen zu Rüstung. Beides verscherbeln. Das Schwert behalten wir noch. Das behalten wir auch, aber das kann weg. Können wir jetzt ein bisschen was loswerden? Das ist ein Mist, den wir hier haben. So, zack. Und das kann auch alles weg. So. Amulette könnten wir nicht auch verkaufen, aber später. So. Hier haben wir ja auch noch ein bisschen was. Zack. Und Trolls Pelze verkaufen wir auch. Eigentlich müssten wir das ja schaffen. 120 Krallen. Hei, hei, hei. 325 Zähne. Wir haben die lange nicht mehr verkauft. So. Leute. Ja, wir müssen ja noch das Wissens aneignen. Das werden wir wohl in dieser Folge machen. Wir werden in dieser Folge ja fast nur im Lager rumhocken. Und das sage ich jetzt gleich vorher. So, das passt ja genau. Ach, schon ein bisschen aufgeräumt da. Jetzt können wir auch die Königklinge annehmen. So. Dann müssen wir 200 Stufe 2 lernen. Noch eben schnell. Danach müssen wir die Armbrust lernen unbedingt. Lee. Guten Tag, Lee. Lee, danke. Hallo. Stufe 2. Ich möchte mehr über den zweihändigen Kampf lernen. Ändere zunächst deine Grundhaltung. Halte das Schwert aufrecht. Fasse den Griff mit beiden Händen und halte es seitlich am Körper. Schlage schnell von oben und lass die Klinge über deine Schulter gleiten. Nun hast du die Möglichkeit, einen schnellen Schlag nach rechts zu machen. Ha, damit bietest du dem Gegner keine Chance, an dich ranzukommen. Sonst schlage wieder von links oben nach vorne, um so den Gegner zurückzutreiben. Eine schnelle Körperdrehung verleiht deinem nächsten Schlag die nötige Wucht, um den Gegner zu Boden zu zwingen. Falls das nicht ausreichen sollte, dann nutze den übrigen Schwung, um die Klinge noch einmal tanzen zu lassen. Geh nach deinem Angriff in den Block und suche eine Lücke, damit du erneut zuschlagen kannst. Abwechslung in den Kampfbewegungen und Positionswechsel sind der Schlüssel zum Sieg. Na gut. Wunderbar, dann haben wir das ja auch gemeistert. Bogen werden wir nie brauchen. Deswegen lassen wir das noch nicht.
Einhänder hätte man auch nicht lernen müssen. Aber dann musst du einfach... Das dauert zu lange, das ist einfach nervig. Wir sind also in der Bibliothek. Die wahre Macht. Wir sammeln einfach mal alle Bücher ein. Die Geheimnisse... Oha, ich sehe schon, das wird ziemlich lustig. Schlacht um War... Ups, Schlacht um Wara... Hallo? Schlacht um Warand. Das magische Ernst. Elementare Arcanei. Ich sehe schon, das wird ziemlich... Astromanie. Mal reingucken. Ich lese es jetzt nicht vor, außer ich finde das, was wir suchen. Das scheint es nicht zu sein. Das magische Erz, Elementare Arcanei, Geheimnisse der Zauberei, das klingt auch ganz gut. Das passiert mir nicht nochmal. Aber behalt's für dich, weil es ja nicht gleich jeder wissen. Auch nicht das, was wir suchen. Band 1. Ah, Magie der Golems, das scheint es zu sein. Hier überspringen wir den einen Band. Das könnt ihr dann selbst anhalten und jetzt lesen. Ich halte mich da lieber raus. AK Golem, Band 11. Nee, Band 2, Hupsala, Entschuldigung. Eisgolem. Okay. Wir sollen also auf den Feuerdings Feuerzauber anwenden. Können wir die auch benutzen? Das heißt, wir müssen Feuerpfeil und Dings kaufen. Aber wir schauen nochmal an den Band, weil ich will noch was nachlesen. Da, dem Eisviech, Eisgolem. Okay, die müssen wir also bezaubern mit Feuer. Sei gegrüßt! War doch klar, dass es Ärger gibt. Also das ist ja unwichtig. Wer bist du? Ja. Nein, wir wollen kein Magier des Wassers werden. Muss ja nicht gleich jeder wissen. Ich lerne doch hier gerade nicht zweihand, um das machen zu können. Also, was glauben die? So. Wir besorgen uns also mal schnell noch ein paar Schriftrollen. Am besten Feuerpfeil und Eispfeil, weil die können wir auch benutzen. Weil wir wahrscheinlich nicht genug Mana für so einen Kram haben. Vielleicht hat er einen Ring. Hallo! Tauschen. Lehren der Götter. Ring der Kraft, Schutz, wir brauchen irgendwas, was mit Magie das Mana erhöht. Mana wurde 10. Mana Bonus 10. Gut, und Eiswelle Mana kosten 8. Ich meine, wir haben 5. Der Feuerpfeil. Da kaufen wir einfach mal alle von. Blitzschaden auf Vitalzauber. Ich weiß nicht, ob wir den wirken können. Eisblock. Den kaufen wir auch nochmal ein paar von. 20 dürften reichen, denn wir müssten den ja auch irgendwie noch bis sich kriegen und bezahlt müssen wir das Ganze auch noch. Fällt eine Schatten auf. Sind wir blank? Ja, ich glaube, das war soweit schon. Stroman, die Bücher verkaufen wir mal. Die Bücher werden wir, werde ich irgendwann mal. Können wir mal eine Lesestunde oder sowas davon machen. Zum Beispiel, wenn das gewünscht ist. Weil jetzt lohnt sich das einfach nicht. Weil dann dauert der Part noch ewig und ich wollte in dieser Folge eigentlich noch da ankommen. Dass wir in der nächsten Folge dann
endlich mit Zardas sprechen können. Oh, wahrscheinlich hast du recht. Wir haben jetzt ungefähr 10 Minuten, also werden wir da wohl noch ankommen. Ich mich jetzt ein bisschen beeile. Naja, wobei so viel Feuerpfeile werden wir auch nicht brauchen. Was ist denn das Teure? Ah. 20 dürften wohl ausreichen. So, ich beeile mich. Ich meine, das ging auch schneller mit 10er Schritten, aber ich weiß nicht mehr wie. Bis ich es jetzt gefunden habe, dann ist es auch schon zu spät. Ich werde mich zunächst noch einmal darum kümmern. Wir hätten nicht auch ein Magier werden können und die Kreaturen einfach so besiegen können, aber... Naja. So. Notkauf. Nun, mach Henne, ihr müsst fertig werden. Erz genug haben wir ja noch. Ich glaube, wirklich was kaufen müssen wir auch so Tränke jetzt auch nicht mehr. Ups. Wir haben ja alles, wir haben erstmal genug Tränke gekauft. Wir werden ja auch noch genug Viecher, mit die Viecher da, die wir da gesehen haben. Das dürfte auf jeden Fall auch ausreichen. So, gleich haben wir es geschafft. So, und 80 noch. Zack, 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 komm, 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 komm. Und annehmen. Wunderbar. Kann ich da mal vorbei? So, ich schnapp mir mal schnell einen Trank. Und dann rennen wir direkt mal los. Wir schlafen nicht. Denn das heißt, dass die Kreaturen auch schlafen. Und ja, das ist dann ein Ersparnis für uns. So, wir können springen gleich rüber und dann können wir jetzt ja mal den Weg schon freigeräumt haben in der letzten Folge. In der vorletzten? Vorletzte? Irgendwas. Können wir jetzt ja auch schon... Das war ziemlich blöd. Sterben wir? Hui, ich glaube, da habe ich ziemlich Schwein gehabt. Dann wird uns das nicht nochmal passiert. Ne, speichere ich einmal kurz. 9.8. Ach, mit dem Loothund dort. Hui. Ist auch schon 1000 Jahre her, dass wir das alles erlebt haben. Die Fokusse eingesammelt und so weiter. So. Ich bin mal gespannt, wo wir hinkommen. So, wir sollten aber eine Fackel schon mal anmachen. Denn man weiß nur... Wieso ist der Trank jetzt vorbei? War das schon 2 Minuten? Also man kann mit der Fackel nicht sprinten, ne? Das ist ja auch bescheuert, ne? So, ach und einmal ausprobieren jetzt hier. Ist in Ordnung. Macht auf jeden Fall Laune. So, hier springen wir auch vorbei. Und wir rennen. Ich weiß gar nicht, was ich erzählen soll jetzt. Auf jeden Fall freue ich mich auf das Treffen mit Zardas. Ich bin gespannt, wie das ausgeht und was er uns erzählen wird. Außerdem, was hat er für eine Lösung? Ich meine, die anderen Magier sind tot. Sie haben mit 13 Magiern das aufgebaut. Okay, wahrscheinlich ist Milton dazu gekommen, schätze ich mal. Die Kräuter lassen wir liegen. Ich schätze mal, dass Milton noch dazugekommen ist. Also sieht zumindest so aus, weil wenn der von Anfang an dabei gewesen wäre, ich meine, das soll ja schon jahrelang hier so sein, dann wäre er doch ziemlich, ja, jung. So, jetzt können wir die Fackel aber benutzen. Ich sprinte jetzt nicht weiter, weil ich glaube nicht, dass sich das noch lohnt. Wir sind bei 14 Minuten, aber wir schaffen das schon. Ich sage euch, ich sage es immer wieder, ne? Aber die Story nochmal aufleben lassen. Und wenn es auch nur für die jüngere Generation ist, damit die das einfach mal wissen, was ein richtiges Rollenspiel ist. Ich meine, solche Spiele wie The Witcher sind auch cool. Aber ich weiß nicht, ich finde The Witcher ist schon wieder... Ich hasse so riesige Welten. Ich meine, die Gothic 1 Welt, wo wir gerade sind, die ist eigentlich ja nicht groß. Sie ist verwinkelt und es gibt immer wieder was zu entdecken und Orte, an die du einfach noch nicht hinkommst. Oder Gebiete, wenn du hier versuchst, alles zu erkunden und eine Karte besitzt und all so ein Kram. Es ist trotzdem immer noch sehr schwer. Ich weiß gar nicht, sollen wir versuchen? Nein, wir rennen an ihn vorbei. So.
So, jetzt kommen die gleich. Ja, erschreckt euch alle von mir. So. Halt, das ist was anderes, da will ich nicht hin. Huiuiui, das war aber auch nicht knapp. Hier wollen wir auch überall nicht hin. So, jetzt habe ich wieder Überlänge. Naja, egal. Normalerweise wollte ich ja 15 Minuten Folgen machen. Aber da schauen wir uns jetzt mal nicht drum. So, ich denke mal, dass wir jetzt nicht mehr verfolgen. Vorsichtig gucken. Und da sind wir auch wieder. So, ich speichere nochmal. Und dann nehmen wir noch ein Tränkelchen. Einen wunderbaren Trank. So. Rüsten uns mal die Schriftrollen aus. Ich wähle mal den ganzen anderen Kram hier ab. Und den sollten wir ja mit Feuer bekämpfen. Ja, Leute, so einfach geht das. Man muss halt nur wissen, wie, ne? Herz eines Eisgolems. So, die brauchen wir nicht mehr. Wir nehmen den Eisblock. Ich weiß gar nicht, funktioniert das eigentlich auch bei dem anderen? Ich speichere nochmal. Ach, wir haben ja schon 10 erreicht. Speichere einmal 10.0. So, wunderbar. Jetzt ist die Frage, ich glaube, ich sollte vorher noch ein bisschen was nehmen. Ich hatte auch meine Mana booten lassen. Wo haben wir die blöde Pflanze? Jetzt habe ich natürlich völlig unnötig die komischen Dinger da gekauft. Aber das konnte ich ja nicht wissen, dass das so einfach wird. Okay, Eis interessiert ihn also nicht. Okay, hätte ich jetzt nicht stimmt Blitz oder sowas war doch da angegeben. Dann müssen wir die Artefakte, glaube ich, doch ausrüsten. Die mit Mana-Bonus. Die spielen wir ab. Mana. Und dann nehmen wir noch einen Ring weg. Damit haben wir jetzt wie viel Mana? 15. Ach, ein Bier wollte ich gar nicht trinken. Ja, erstmal ein Bier. Trinken wir erstmal ein Bier. Macht ja nichts. So, und Mana-Bonus. Und dann rüsten wir nochmal schnell die Dings hier aus. Den können wir ja vergessen. Den können wir auch vergessen. Blitz, glaube ich, war das, was man benutzen konnte. So. Ich bin gespannt, ob das jetzt funktioniert. So. Na toll. Eieieiei. Ich glaube, wir haben nicht mehr genug Mana, um das Mana zu finden. Schnell, irgendwas. Oh, eieiei. Komm, stirb. Ja. Damit haben wir es geschafft. Und das Herz eines Feuergolems erreicht. Wunderbar. Und wir springen mal Banden hier. Ich wollte sagen Bungee-Jumping, Bunny-mäßig hierher. Wir haben es geschafft. Alle drei Golems besiegt.
Tja, schade, das ist mein Fehler, dass ich das Buch doch nicht mitgenommen habe. Ich dachte, ich bekomme das so hin. Naja, wir haben es ja geschafft. Und jetzt können wir auch noch schnell das mal benutzen. Mist. Das müssen wir auch noch üben. Ach, Mann, nur. Was ist denn los mit mir? Liebe Freunde, ich glaube, Gostik ist gerade abgestürzt. Na toll, also wir sehen uns in der nächsten Aufnahme. Bis dann, tschüss.